Moinere Leute, er hat mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, nämlich der nächste Dokkan Festival auf Global ist bekannt. Es wird Essay, Gohan und Piccolo into Gohan Kid. Und wir schauen uns mal an, warum ihr nicht für diesen Charakter summonen solltet, außer ihr seid ein richtig großer Fan. Wir springen am besten mal rein in den Banner und ich werde euch Stück für Stück aufklären, ja, warum das eher eine schlechte Wahl ist, da reinzugehen, gerade in Anbetracht auf das 9-jährige Anniversary. Allein wenn man sich jetzt schon diesen Banner anschaut mit Tarlis, Yamchu, Bardock, Raditz und Ginyu, denkt man sich, hell no, da gehe ich ganz sicher nicht rein. Und ja, das solltet ihr auch nicht tun. Also außer ihr seid Big Fan. Aber die Charaktere haben einfach keinen Nutzen. Selbst auf Global sind sie nicht wirklich gut oder werden häufig gespielt. Yamchu, okay, kann man vielleicht hier und da noch mitnehmen. Aber wie sieht es erst aus auf JP zum 9-jährigen Anniversary? Da werdet ihr so gut wie gar keinen davon spielen. Also wirklich, allein schon langfristig gesehen, gerade für Free-to-Plays, ist hier keine Value gegeben. Der Vegeta und Nappa als Sidebanner-Charakter ist okay, aber meiner Ansicht nach auch jetzt nicht overwhelming. Für mich so die besten Sidebanner-Charaktere sind immer noch SDR Piccolo und jetzt der neue Golden Freezer. Die zwei sind echt schon sehr, sehr gut. Also, dass wir darüber mal gesprochen haben. Der Banner lohnt sich nicht. Man sollte trotzdem Discounts bekommen. 3 Multis, vielleicht der letzte garantiert, da featured SDR. Kann ich euch nicht versprechen. Könnte aber eventuell so sein, genauso wie Pillaff-Tickets. Dementsprechend kann ich euch nicht empfehlen, die zu machen. Einfach, weil der Banner schlecht aussieht. Aber wenn ihr dem Ganzen eine Chance geben wollt, okay. Denkt aber dran, gerade die Free-to-Plays spart jeden Stone für Anniversary, da kommen die Brecher. Ihr wollt nämlich voraussichtlich Gogeta haben, ihr wollt voraussichtlich Biscuan haben und maybe sogar noch Broly. Der wird euch nämlich das ein oder andere Event carryen, wo ihr Extreme-Charaktere braucht. Also dementsprechend behaltet das im Hinterkopf. So viel zum Banner erstmal, also der sieht schon mal free, skippity-skip aus. Jetzt kommen wir zur Unit selber und ich habe euch die so ein bisschen schön aufgelistet. Jetzt nicht einfach das Wiki hier reingeklatscht, sondern ein bisschen zusammengefasst. Ich hoffe, ihr könnt euch das so ein bisschen anschaulicher merken. Ich würde sagen, fangen wir am besten einfach mal an mit dem Leader Skill. Dort haben wir Bond of Master and Disciple oder Saiyan Saga Kategorie. Ki plus 3, HP Attack and Defense 170%. Das ist also der Basislead. Das ist nicht so gut. Klar, Bond of Master and Disciple ist eine wirklich herausragende Kategorie mittlerweile. Gerade dadurch, dass Beast Gohan jetzt rauskam und ja, er damit dabei ist. Er ist aber zufälligerweise auch der Leader davon. Dementsprechend ersetzt dieser Gohan und Piccolo ganz sicher nicht Beast Gohan. Also Beast Gohan ist quasi der wahre Leader jetzt von Bond of Master and Disciple. Und Saiyan Saga ist eine Kategorie, die ist einfach tot. Die ist momentan einfach durchweg tot. Dementsprechend muss man sich darum nicht scheren, gerade als Free-to-Play, ihn als Leader zu spielen. Ansonsten gibt es noch 30% zusätzlich auf Warrior Race und Earth-Charaktere, also Earthbred Fighters. Das sind dann diese hier. Das sind alle Charaktere, die in seinem 200% Lead sind. Das sind auf jeden Fall nicht schlechte Charaktere mit dabei. Wenn man sich einfach mal Beast Gohan anschaut, Trunks, Future Gohan, Orange Piccolo und Co. Aber wenn ihr zum Beispiel Beast Gohan habt, bevor ihr Beast Gohan in seinem Lead spielt, spielt ihr ihn in Beast Gohan seinem Lead. Also, versteht ihr, wie ich meine? An sich ist dieser Leader Skill relativ unnötig. Vor allem auch braucht man einen Goku in seinem Team, einen guten Goku, den es nicht so wirklich gibt. Warum, kommen wir später zu, nämlich in der transformierten Version braucht er ganz dringend einen Goku. Soweit, so gut. Also das wäre jetzt erstmal, ja, die Kategorie ist nicht so gut. Der Leader von ihm kann man eigentlich vergessen, also irrelevant. Das Wichtigste, wofür er steht, kommen wir gleich zu. Auf der Super Attack hat die Attack and Defense plus 50% für eine Runde, macht immense Damage. Das ist auf jeden Fall ein guter Buff auf der SA. In der Passive hat der Ki plus 2 Attack and Defense plus 150% Start of Turn, bekommt nochmal zusätzlich Start of Turn Attack. Bis zu 150%, je nachdem, wie wenig Leben ihr habt. Also desto weniger Leben, desto mehr von diesen 150% Attack. Ebenfalls gibt es noch Attack and Defense plus 100%. Das ist jetzt aber separat kalkuliert. Das ist nämlich auf der SA und das ist gut. Also Start of Turn Passives zusammen mit auf der Super Attack Passives funktionieren immer blendend. Sollte jeder Charakter haben und dementsprechend wichtig. Er ist ebenfalls noch ein Supporter und zwar gibt der Bond of Master and Disciple Verbündeten genauso wie Saiyan Saga Verbündeten Ki plus 2 Attack and Defense plus 30%. Eigentlich mag ich sehr Leader, die auch einen Support geben, also das ist immer sehr, sehr nice. Aber er braucht dann auch als Floater Guard Damage Reduction irgendwie sowas. Und ich spreche auch schon von Floater, nämlich er bekommt leider nicht die Damage Reduction als Floater in Slot 3, sondern nur in Slot 1 oder 2. Und das lässt ihn auch sehr schlecht altern, weil er ist kein Charakter, den man On-Rotation spielt. Schaut euch einfach mal das Beast Gohan-Team an. Würdet ihr da auf den Gedanken kommen, okay, hey, ich spiele den jetzt in Slot 2, damit ich seine Damage Reduction habe? Nein. Und diese Damage Reduction, diese 40%, hat er auch nur, wenn ihr über 70% Leben seid, in dem Moment, wo er angegriffen wird.
Also, es ist nicht geil. Also wirklich, wirklich nicht geil. Kann passieren, dass der Charakter in Sword 1 so viel Schaden bekommt, dass ihr da unter 70% fallen würdet. Und dann wäre auch hier dieser Part der Passive einfach gone und ihr hättet keine Damage Reduction. In Sword 3 gibt er dann aber eine Art Bulma Passive, nämlich Key plus 1 Support für Superclass-Verbündete und Attack in Defense plus 30%, das Ganze für 3 Runden. Das ist cool, aber seine Defense ist nicht ganz so gut. Vor allem, wie gesagt, in Anbetracht auf den Content, der jetzt kommen wird zum 9-jährigen Anniversary, sollte man sich das wohlgemerkt überlegen, ob man den Charakter überhaupt spielen will, ob man ihn überhaupt braucht. An sich mal grundlegend ein ziemlich nettes Kit, aber ihm fehlt einfach noch Zusatz. Hätte er einfach garantiert einen Guard oder so zusätzlich, dann würde ich sagen, dass dieser Charakter sehr, sehr stark wäre und man ihn hier und da mitnehmen könnte. Aber aktueller Power Creep wirft ihn einfach aus allem Möglichen raus. Die Transformation, die kann getriggert werden, wenn ihr unter 70% Leben seid, und zwar Start of Turn. Und dabei müsst ihr dann quasi sterben und er revived in die exchangede Variante, nämlich Gohan Kid. Das Ganze kann aber auch nicht nur unter 70% HP stattfinden, also der Revive, sondern ihr bekommt den Revive auch ab der 7. Runde Start of Battle. An sich Revive immer super nützlich und die Condition ist auch super free. Aber jetzt überlegt euch einmal kurz, okay, er kann im Beast Gohan Team gespielt werden, merkt euch das, und er bringt einen Revive mit sich. Könnte man sich denken, geil. Warum nehme ich den dann nicht einfach mit im Beast Gohan Team? Aber ihr könnt nur einen Revive quasi im Team aktivieren und ihr habt sowas wie UI, Evo und auch noch mit dabei. Und warum solltet ihr dann diesen Charakter nur wegen seinem Revive mitnehmen, wenn ihr auch einfach UI und Evo mitnehmen könnt? Also macht gar keinen Sinn und dieser Charakter hat außer Support ein bisschen und diesen Revive nichts Nützliches in seinem Kit. Also der Damage von ihm ist nicht gut. Kommen wir gleich zu. Link-Skills, Gaze of Respect, Demonic Ways, Cold Judgment, Brainiac, Seafighters, Infighter, Fierce Battle. Die Links sind, ja, okay, hier und da findet man mal eine Slot 1 Partner-Unit. Piccolos sind da gerne gesehen, aber jetzt nicht so heftig. Kommen wir mal kurz zu den Berechnungen, bevor wir gleich zu der Transformation springen. Und zwar zeige ich euch hier einmal die Attack-Werte. Ihr seht, Appetit durchschnittlich 10 Millionen, wenn ihr 100% Leben habt. Das wird natürlich mehr, desto niedriger ihr fällt. Schaut euch da gerne auch mal ein genaueres Video von mir noch an. Habe ich auch eins dazu gemacht. Ansonsten wird es maximal auf 14 Millionen Durchschnittsschaden hochgehen. Seine Attack-Stats sind 6,3 Millionen hier bei 100% HP. Das ist nicht so heftig, also das ist nicht so gut. Seine Defensive liegt vor der SA bei 224.000, nach der ersten SA bei 664.000 und nach der zweiten SA bei 900.000 knapp. Das müsste in Slot 2 sein oder in Slot 1. Slot 3 müsste ein bisschen höher sein, weil denkt dran, ihr habt nochmal zusätzlich 30% Defense Start of Turn. Der Partner hierfür ist STR Piccolo und wir haben bei den Berechnungen Full Additional gebaut und dann Crit. Also Dodge wäre da vielleicht auch noch eine sehr gute Option. Wenn ihr ihn dann wirklich in-game baut, wäre es vielleicht nützlicher, Dodge und Additional zu bauen, anstatt hier wirklich Crit zu gehen, was sich nicht lohnt bei diesem Damage, den der macht. Okay. Kommen wir jetzt einmal zu der Transformation und schauen uns diese einmal an. Nämlich, wenn ihr revived, dann transformiert er sich. Also ihr müsst sterben, wenn ihr unter 70% Leben seid und dieser Revive aktiv ist. Und dann triggert er Revive und ihr kommt quasi in diesen Gohan Kid. Dieser Gohan Kid ist in der ersten Runde stark. Nicht extrem stark, aber stark. Aktuell sage ich nicht extrem stark. Warum? Weil mit dem, was wir wissen zum 9-Jährigen, ist es wohl eher mittelmäßig oder eine Lachnummer. Der Super-Attack-Effekt geht jetzt hoch auf Attack and Defense plus 100% statt 50% für eine Runde. Und in der Passive haben wir immer noch Key plus 2, Attack and Defense plus 150%. Geben unseren Verbündeten jetzt aber nur noch Key, nämlich Key plus 2. Kriegen auf der Super-Attack, also separat kalkuliert, Attack and Defense plus 100% immer noch gleich. Kriegen jetzt aber nochmal 100% Attack separat kalkuliert auf der SA, wenn wir angreifen und in diesem Moment über 58% HP sind. Also wenn wir da drunter sind, fehlen uns diese nochmal separat kalkulierten 100%. In dem allerersten Turn, also nachdem wir revived sind und diesen Charakter haben, dann bekommen wir Key plus 12, Attack in Defense plus 300%, wenn Performing Super Attack, also auch hier wieder separat kalkuliert. Sehr viel separat kalkuliertes. Man hätte es vielleicht splitten können und so ein Teil Start of Turn und der andere Teil separat kalkuliert. Das ist immer so das Beste, wenn man einen Ausgleich zwischen beiden hat. Und er tut garantiert Kritten in diesem ersten Turn. Sobald der erste Turn abläuft, hat er das nicht mehr. Das Einzige, was er danach bekommt, nämlich zweiter Turn und aufwärts, Typeneffektivität. Danach tut er nicht mehr garantiert Kritten. Danach hat er nicht mehr die separat kalkulierten Attack in Defense plus 300%. Zusätzlich gibt es noch gegen Pure Saiyan Gegner 70% Crit-Chance obendrauf. Okay, nochmal ein kleiner Bonus. Und wenn sich ein Goku, jetzt kommt es nämlich, im Team befindet, warum ich am Anfang gesagt habe, ihr wollt vor allem in seinem Leader-Skill eigentlich einen Goku haben in seinem Team,
aber in seinem Leader-Skill gibt es keine so insane Gokus. Dann bekommt er nämlich in seinem ersten Turn garantierte Dodges, das ist crazy. Und dann zweiter Turn und aufwärts 50% Dodge-Chance. Und dafür ist es wichtig. In der ersten Runde, ob er jetzt da garantierte Dodges hat oder nicht, ist jetzt unabhängig von Slot 1 erstmal irrelevant. Weil er bekommt so viel Defense auf der SA und Co. und auf der Super Attack, dass er bei 2 Millionen aufwärts Defense liegt. Also in Slot 2 und 3 wäre er so oder so safe. Das gilt also, wäre nur wichtig für den ersten Slot. Aber was wichtig ist, wenn er diese Buffs hier verliert, diese 300% Defense auf der SA, dann braucht er etwas, um zu überleben. Weil 1 Million Defense einfach nur so, das gibt euch keine Garantie, damit ihr Supertext überlebt. Keineswegs. Dafür sind die 50% Dodge-Chance wichtig. Und Link-Skills bleiben gleich. Ich zeige euch jetzt mal die Berechnung von dem Charakter. Und ihr seht schon, man denkt sich vielleicht, okay, der erste Turn ist insane. Man hat 17 Millionen SAs mit garantierten Crits und so weiter und so fort. Was schlussendlich aber dabei rumkommt, sind 43 Millionen APT. Und das ist einfach nicht gut. Das ist nicht gut dafür, dass man quasi reviven muss und das Ganze auch nur für einen Turn hat. Wenn es nur für einen Turn ist, dann lasst es bei 80, 90 Millionen sein. Warum nicht? Aber gerade in Anbetracht aufs Anniversary sind das einfach schlechte Zahlen. Ihr seht hier auch die Defense, vor der SA 203.000 und nach der SA 3 Millionen im ersten Turn. Im zweiten Turn sieht das Ganze dann schon ein bisschen schlechter aus. Nämlich da kommen wir dann nur noch auf 1,2 Millionen. Da sind die 50% Dodge-Chance schon echt sehr, sehr wichtig. Offensive Turn 2 liegen wir dann bei 18 Millionen, also der Decrease von 43 Millionen auf 18 Millionen ist meiner Meinung nach zu viel. Ich denke, er hätte durchgehend diese 43 Millionen Durchschnittsschaden behalten müssen von Turn quasi 1 bis X. Also ich denke, die APT hätte man da nicht verändern dürfen, also den Schadensoutput. Zumindest vielleicht auch noch eine Additional Attack mit einbauen wäre ganz gut gewesen. Aber na gut, das ist nur meine Meinung. Kommen wir jetzt noch einmal zu den Leadern, wo man ihn wirklich spielen kann für die Leute, die ihn ziehen sollten. Also natürlich dann auf JP später könnte man ihn im B-Scoren-Team spielen, wäre wahrscheinlich sein bester Platz. Aber B-Scoren hat einfach so viele gute Optionen mit anderen Revive-Charakteren, wie zum Beispiel UI, Evo und Co., dass man doch schon eher die spielen will, die auch mehr Schaden machen von Anfang an und einfach mehr zum Team beitragen. Dann haben wir natürlich World Tournament Goku, in diesem Team kann man ihn auch spielen, Earthbred Fighter Team, genauso wie Yamchu, hat aber jeweils nur ein 170% Lead damit dabei, also dementsprechend, ja, kann man auf jeden Fall spielen, einfach als Revive-Option, wenn man das GT-Duo nicht spielen will, aber auch hier GT-Duo finde ich im World Tournament Goku Team besser, das ist aber dann schlussendlich euch überlassen. Macht ihm halt möglich, dass er leicht einen Revive bekommt, World Tournament Goku. Aber das wären die Possible Teams, die ich euch empfehlen könnte. Wir können uns auch einmal noch die Partner anschauen, die er so hat. Und in den Earthbred Fighter Teams kann man das relativ gut spielen. SDR Piccolo, 45% Attack, 25% Defense, ist wahrscheinlich somit unter die beste Wahl. In Slot 1 kann man SDR Piccolo immer hier und da mal spielen, zumindest auf Global ohne Probleme. Dann haben wir wohl Tournament Goku. In seinem Team wird er so oder so gespielt. Berlin könnt ihr da drin auch spielen. Aber wohl Tournament Goku könnt ihr dann einfach zusammen mit dem Gohan Piccolo spielen. Und schaut dann halt einfach, dass die Revive-Unit immer mit ihm zusammen ist. Revive dann und dann habt ihr halt schnell den Buff. Also kann man spielen. 35% Attack ist in Ordnung. Und Krillin, ja, kann man auch spielen. Krillin als Slot 1-Unit geht auf jeden Fall fit. Goku ist natürlich auch eine Slot 1-Unit in der ersten Runde. Danach muss man ein bisschen aufpassen. Aber im besten Fall hat man dann schon revived, bevor dann Goku sich nur noch auf seine 50% Guard-Chance verlassen muss. Okay, so viel dazu. Das wären die Partner. Also falls ihr ihn zieht, damit könnt ihr es mal rumprobieren, ausprobieren. Vielleicht funktioniert die ein oder andere Unit ganz gut und ihr habt ein Setup, was ihr euch da vorstellen könnt. Kommen wir noch zu den Easy Ace für die Pushers unter euch. Wir schauen uns einmal die Easy Ace an, wo er relativ gut funktionieren kann. Also nicht relativ gut funktionieren kann, aber wo er gespielt werden kann. Und das ist zum einen das Spawn of Master Disciple Easy A von Blue Vegeta. Würde ich ihn ungern drinnen spielen. Da wollt ihr eigentlich nur physische Units haben. Wenn, dann als Revive-Charakter, aber meistens spiele ich Revive-Charaktere, die sehr leicht sterben können. Weil wenn ich einen Revive-Charakter habe, der dann nicht leicht stirbt und ich brauche diesen Heal, weil ich vielleicht jetzt, sagen wir mal, 200k Leben off bin und ich brauche unbedingt diese 200k Leben noch für die nächste Runde, dann brauche ich einen Charakter, der einfach instant stirbt. Kann vielleicht Szenarien geben, wo das nicht passiert, also dementsprechend ja, eher ungern. Macht auch keinen Schaden in diesem quasi Extreme Battle. Genau dasselbe für das Exploding Rage Event von dem Int Trunks, Super Saiyan Trunks. Auch hier würde ich ihn tatsächlich nicht so heftig gerne mitnehmen. Bei LR Cell seinem Easy A kann man ihn mitnehmen. Ist zwar kein LR, aber wird auf jeden Fall gut tanken können und bietet einen Revive in diesem Setup von Entrusted Will. Also hier
muss man sagen, okay, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann habe ich hier nur noch ungern. Das sind dann quasi so Fights. Da will man ihn nicht spielen gegen zum Beispiel AGL Metal Cooler. Was will man da gegen eine AGL-Unit mit einer STR-Unit? STR-Cooler würde ich ihn auch ungern mitnehmen. Man könnte ihn aber als Senso-Bohne mitnehmen, also als Revive-Char. Das funktioniert immer in jedem Einzelnen. Und dann haben wir Eller Easy Ace. Da nehme ich am liebsten Ellers mit. Vielleicht gibt es ein Szenario, wo es dann wirklich hohe Stages sind, wo man sich sagen könnte, okay, da brauche ich diesen Charakter als Revive-Unit oder der scheint mir sehr tanky zu sein. Und ab dem Zeitpunkt könnt ihr die tatsächlich auch in den Eller Easy Ace spielen. Ist auf jeden Fall fein. Ja, müsst ihr euch einfach überlegen, probiert es aus. Und wenn er vielleicht für euch ein Buff sein kann in diesem einen oder anderen Event, dann gut. Wenn ihr aber andere Revive-Optionen habt, dann könnt ihr auch einfach die nehmen. Für mich persönlich kommt es dann bei den Easy Ace einfach nur auf den Revive an. Wobei, vielleicht nutzt es euch was, wenn ihr ihn in Slot 2 habt. Er überlebt die erste Runde und dann in der zweiten Runde braucht ihr seinen Revive und könnt dann den Revive triggern. Kann vielleicht gut funktionieren. Aber hier seht ihr einfach mal alle Easy Ace, wo er gespielt werden kann. Vielleicht probiert ihr das ein oder andere aus. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich denke, gerade im physisch Selfite wird er sich sehr, sehr gut machen. Aber schreibt mir gerne mal rein, wo ihr ihn austesten wollt. Okay, so viel erstmal alles zu Gohan Kid. Ich hoffe, ihr habt jetzt so eine Zusammenfassung gesehen. Er hat eine Runde, wo er wirklich gut ist nach seinem Revive mit Schaden. Also was heißt wirklich gut? Er hat garantierte Dodges und so. Macht soliden Schaden, nicht wirklich guten Schaden, aber soliden Schaden. Und danach ist halt einfach nur noch heiße Luft. Und davor das Problem, dass ihr quasi erst die Damage Reduction bekommt, wenn ihr angreift und über 70% auch dann noch sein müsst. Und es muss in Slot 1 oder 2 sein. Das ist für mich einfach zu viel. Dementsprechend meiner Ansicht nach ein Charakter, den ihr auf keinen Fall braucht. Gerade im Anbetracht auf das Anniversary, wenn ich euch so die Events zeigen würde. Also ist die Frage, solltet ihr es sammeln oder nicht? Ich denke, das macht es ziemlich eindrücklich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, da rein. Bis zum nächsten Mal und adios, amigos.